So, ich habe ein bisschen verlegt von Frutigen nach Spiez. Rechts von mir steht wieder eine Doppeltraktion, eine 1010 mit Habiswagen im Schlepp hinten dran. Und links ist gerade eben der Eurocity Express von Mailand nach Frankfurt am Main eingefahren. Ich werde jetzt noch ein bisschen Zeit hier verbringen, hoffen, dass ich noch ein paar schöne Züge sehe. Und noch ein bisschen das Bergpanorama, auch wenn es leicht im Dunst ist, genießen. Und dann drehe ich den Rückweg in Richtung Aschaffenburg an. Dort vorne an der Ausfahrt von Spiez in Richtung Thun ist eine kleine Baustelle von der Schweizer Firma Sersa, die für die Infrastruktur recht viele Arbeiten macht. Dort steht auch noch ein GAF von der BLS. Und dort am anderen Ende des Bahnhofs verzweigt sich die Strecke. Es geht einmal weg in Richtung Interlaken, dass das Adrenalinzentrum der Schweiz ist, so habe ich zumindest gelesen, und natürlich in Richtung Lötschberg, Brieg und dann weiter in Richtung Domodossola nach Italien. Rechts von der Ausfahrt in Richtung Thun stehen noch ein paar weitere Wagen für die Gleisinstandhaltung und Instandsetzung. Diese beiden vierachsigen Flachwagen mit den Kränchen drauf sind dafür da, um lange Schienen zu verladen, an die Baustelle zu bringen und dort wieder abzuladen. Und dann ist dort noch ein gelber XAS. X ist normalerweise nicht die Gattung, die ich kenne für diesen Wagen. Es müsste nämlich ein Wagen der Gattung R sein, vierachsiger Flachwagen mit Niederbodden. Aber ich tue jetzt mal ins Blaue schießen, denn diese ganzen Wagen von der BLS, das scheinen Werkstatt- bzw. Gleisbauwagen zu sein. Und die haben alle die Gattung X und dann noch irgendwas anderes. Deswegen schieße ich ins Blaue, dass diese von der BLS abweichend von der normalen UIC-Bezeichnung umgezeichnet wurden. Dafür lasse ich auch mal den Eurocity Express sausen. Eine BLS RE465 führt vor einer BLS Cargo Vectron, die mit die Alpinisten beschriftet ist. Und diesen Zug, der komplett aus LKW Walter Aufliegern gebildet zu sein scheint, meine ich, gestern schon irgendwo aus einem Zug raus gesehen zu haben, aber keine Aufnahme von dem gemacht zu haben, denn der war nämlich auch lokomotivmäßig so bespannt wie dieser hier. So, zwischenzeitlich hat sich beim Eurocity Express was getan. Der fährt ab. Dem schauen wir noch mal hinterher. Ich habe vorhin gesagt, das ist der Eurocity Express Mailand Frankfurt. Das ist normalerweise nicht richtig, denn nordwärts fährt der Zug über den Gotthard und ist bis Basel aus zwei Einheiten gebildet. Rechts von der 1010 verstecken sich auch noch zwei Fahrzeuge. Dort steht einmal ein BLS KISS und rechts daneben steht eine BLS Trax. Es müsste, meine ich, eine Trax 1 sein. Von hier aus schaut sie abgerüstet aus, denn ich kann keinen gehobenen Schlummern mehr erkennen. Und bei der 1010 geht's los.
Aha, dann gehört dieser Block hinter den Habiswagen doch noch zu dem Zug. Gut, dass ich mich umgedreht habe. Den hatte ich nämlich vorhin gesehen, war mir aber nicht sicher. Und das sieht nach Flachwagen aus. Mit Kippern obendrauf, in denen Kies oder ein Schotterwerkserzeugnis verladen ist. Denn die Wagen hatten eine Eigentümerbeschriftung von einem Schotterwerk oder Steinbruch oder Kieswerk drauf. Dort kommt auch ein interessantes Diesellokomotivchen. Schaut aus wie ein kleiner Rangiertraktor. Zweiachsig, denke ich mal, mit Flachwagen dahinter. Wird von der Größe her mit einer deutschen Köf vergleichbar sein. Und die gibt es gefühlt auf jedem Bahnhof von der SBB, um den leichten Verschub zu machen. Denn wo viel Infrastruktur ist, muss es auch ein bisschen Bedienen geben. Und hier in der Schweiz ist anscheinend genug Personal da oder genug Wille, das Personal zu bezahlen, um solche Aufgaben wahrzunehmen. Aber das hatte ich ja vorhin in Frutigen schon mal gesagt gehabt. Falls ihr euch fragt, was ich mit vorhin in Frutigen meine, dann schaut mal oben rechts, denn dort verlinke ich euch die Aufnahmen aus Frutigen. Da kommt der Gegenzug nach Mailand, der nächste Eurocity. Dieses Mal ein italienisches Fahrzeug. Vorhin war es ein Fahrzeug von der SBB. An den italienischen Fahrzeugen sind noch die Markierungen von Corona dran, wo eine Tür nur für den Einstieg gemacht wurde und die benachbarte Tür nur für den Ausstieg, dass die Leute sich möglichst wenig begegnen sollten. Ob es funktioniert hat, weiß ich nicht, keine Ahnung. Bin froh, dass das Leben wieder einigermaßen normal, ohne große Einschränkungen möglich ist. Da kommt der vorhin angesprochene Rangiertraktor. Das ist sogar ein größerer von der Firma Marti Tunnelbau. Eine dreiachsige Lokomotive. Dieses hässliche Geräusch, was da kurz zu hören war, das war die Weiche links von mir, die umgelaufen ist. Die Rangierlokomotive muss dort hinter das Wendesignal fahren. Und wenn dann die Fahrstraße eingestellt ist, bekommt sie wieder die Zustimmung zur Fahrt. Auch bei dem Gaff hinter der Marti-Lok mit den BLS-Arbeitswagen tut sich was. Ich hoffe, dass die bis hierher kommen, denn der Wagen direkt vor dem Gaff, also zwischen dem Rungenwagen und dem Gaff, der würde mich mal speziell interessieren. Nur ich glaube, der kann bis maximal zu diesem Holzschuppen fahren und dann ist Feierabend. Ich bin hier auf dem Bahnsteig ein kleines bisschen unbeweglich. Denn ich habe meine gesamte Kameraausrüstung mitgeschleppt, da ich davon ausgegangen bin, vorhin vom Lötschberg, von der Bergstrecke aus, auch Aufnahmen unten im Tal machen zu können. Und dafür hatte ich große Objektive mit viel Brennweite dabei gehabt, die ich dann aber alle nicht einsetzen konnte, weil das Wetter anderer Meinung war. Es war zu viel Dunst in der Luft, aber das seht ihr ja, wenn ihr die Filme der Reihe nach geschaut habt. Oh, und hier ist es doch, das Fahrzeug. Hat auf jeden Fall mal einen Stromgenerator, denn unten geht ein Auspuff raus und schaut ansonsten aus wie ein Baustellencontainer. Und es ist ein Ladekran drauf, also wird dieses Stromaggregat nicht nur Elektrizität liefern, sondern wahrscheinlich auch hydraulische Energie, um diesen Ladekran zu bewegen.
Und möglicherweise ist dieser Motor so in dem Fahrzeug verbaut, dass dieser Motor, der Ladekran und Energie liefert bzw. betreibt, sogar das Fahrzeug ohne fremde Hilfe auf kurze Strecken bewegen kann oder mit geringer Geschwindigkeit. Da kommen nochmal zwei Mika-Triebzüge von Stadler gebaut für die BLS. Und gestern in Domodossola bzw. in Issel sah ich diese Mika-Triebzüge auch schon und habe erst nicht ganz verstanden, warum die BLS-Mitarbeiterin so erfreut war, diese Züge in Domodossola zu sehen. Ich habe sie jetzt hier nochmal am Bahnsteig getroffen vorhin und habe sie nochmal gefragt und sie hat mir gesagt, dass diese Mika-Triebzüge noch keine Zulassung in Italien haben und dort Zulassungsfahrten stattfinden und darüber war sie hoch erfreut. Wer jetzt gerade nur Bahnhof verstanden hat, dem lege ich ans Herz, die vorangegangenen Filme hier aus der Schweiz von mir zu schauen. Einfach mal im Kanal 1-2 Filmchen zurückgehen und dann seid ihr auch im Bilde. Ja, und was ich vorhin noch angefangen hatte zu sagen zu meinem Gepäck, ich habe viel Gepäck dabei, das habe ich jetzt gerade mal abgelegt, weil mir nämlich der Rücken schmerzt vom Tragen und ich möchte ein bisschen in der Nähe von meinem Gepäck bleiben. Weshalb ich hier auf dem Bahnsteig als Immobilie unterwegs bin. So, die Marti Tunnelbaulokomotive hat die Wagen, die sie vorhin in dieses Gleis reingezogen hat, umfahren und hängt jetzt da auf der anderen Seite dieser Wagen. Da wollte ich nochmal in ein paar Fotoaufnahmen dieses wunderschöne Bergpanorama aufgenommen. Und vorhin, als ich hier ankam, gerade aus dem Zug ausgestiegen, ist eine ganz besondere Fuhre durchgefahren. Bei der hat es nur für ein paar Fotoaufnahmen gereicht. Das muss irgendein Matterhorn-Gotthard-Bahn-Neufahrzeug gewesen sein. Also ein schmalspuriges, was hier auf der Normalspur transportiert wurde. Von dem habe ich nur Fotos machen können. Kommt eine RE460 mit einem Doppelstockpark hier rein. Das ist der Intercity nach Bern, wenn ich jetzt der Blechelse richtig zugehört habe. So, während ich ein Foto von der E460 gemacht habe, ist im Gleis 2 noch ein Doppelstock-Wendezug eingefahren, der Steuerwagen voraus und wieder mit dieser Werbelackierung für diesen Kinderbespaßungspark. Diese Wagen sind 26,80 Meter lang, also 40 cm mehr als ein normaler Reisezugwagen nach UIC-Standard. Allerdings wirken diese Wagen deutlich größer und auch länger vom optischen Eindruck her. Zumindest geht mir das so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wagen. 9 Doppelstöcker und eine RE460 am hinteren Zugende schiebend. Achtet mal auf den Stromabnehmer von dieser RE460. Da ist der in Fahrtrichtung hintere Stromabnehmer angelegt. Bei der anderen RE460, die hinter mir am Gleis 4 eingefahren ist, da ist der in Fahrtrichtung vorderer Stromabnehmer angelegt. Deswegen gehe ich davon aus, dass von der RE460 hinter mir, also bei dieser Maschine, am anderen Stromabnehmer irgendeine Einschränkung vorliegt und der manuell durch den Lokführer gesperrt worden ist, um den vorderen Stromabnehmer anzulegen. So, auch da wird die Abfahrbereitschaft hergestellt. Der Lokführer hat wieder Platz genommen auf seinem Sitz.
weil ich das recht überblicke, was der andere bunt war mit verschiedenen Lackierungsvarianten. Nein, stimmt nicht. Wollte ich sagen, scheint der hier farbrein zu sein. Dem ist aber auch nicht so. Bei der BLS hat sich auch was getan. Im Gleis 5 ist ein Triebwagen eingefahren, etwas ältere Bauart. Und rechts ist eine RE465 gelandet. Bei der waren vorhin zuerst noch die Spitzenlichter an. Jetzt ist die Maschine dunkel und ein Rangierer stieg zwischenzeitlich auch noch ab. Ja, und den kennen wir doch auch, ne? Jetzt hat er den Rungenwagen, der vorher noch dran war, irgendwo beiseite gestellt und fährt nur mit dem Gaff und diesem Ladekranwagen rum. Und kaum dreht man den Loks mal den Rücken zu, hat dort neben die 465 rechts davon, zwischen der 465 und der Mauer, eine Vectron in BLS-Lackierung reinrangiert. Das erinnert mich ein bisschen an die Zeit, als bei DB Fernverkehr die Intercities quietschbunt waren, weil sie in verschiedenen Farbvarianten rumfuhren. So ist das hier bei dem auch ein bisschen. Aber hat der Steuerwagen jetzt eine Werbelackierung? Ja, hat er. Also auch dieser Steuerwagen macht wieder für den Tiki Park Werbung, während der Rest des Zuges diverse verschiedene Farbgebungen hat. So, wenn ich die Aufteilung hier im Bahnhof richtig verstanden habe, dann fährt an diesem Bahnsteig, wo ich stehe, Gleis 4, 5 und zum Teil auch Gleis 3, der Verkehr in Richtung Lötschberg. Und auf Gleis 1 und 2 fährt der Verkehr von und nach Interlaken. So, das ist die südliche bzw. östliche Ausfahrt vom Bahnhof hier in Spiez. Und dieser BLS Mika kommt von der Lötschberg-Strecke. Links im Bild die Gleise, die Richtung links unten weggehen, das sind die Gleise von und nach Interlaken. Der nächste Triebwagen kommt dort aus Richtung der BLS-Anlagen gefahren, denn dort hinter der Kurve sind von der BLS umfangreiche Depotanlagen. Das sieht hier aus wie ein angetriebener Triebwagen, ein antriebsloser Mittelwagen, der auf einem Jakobsgestell fährt, und ein antriebsloser Steuerwagen. Nachtrag aus dem Schneidestudio. Dieser Mittelwagen mit dem Jakobsdrehgestell sieht aus, als ob das an den Enden ein alter Reisezugwagen gewesen ist, der jeweils vor dieser Tür mit dem Niederflureinstieg auseinandergeschnitten worden wäre. Ein neues Niederflurmittelstück, dort wo der Wagenkasten anders gebaut ist, eingesetzt wurde, zusammen mit dem Jakobsdrehgestell. Und ab dem Ende der rechten Doppeltür, der hochflurige Bereich, wieder der alte Wagen ist. Und dort links im Bild ist die BLS 465 010, die vorhin mal dort hingefahren wurde. Am rechten Bildrand, links von dem KISS, stehen noch zwei 465er, die Trucks, die wir vorhin schon von der anderen Seite gesehen haben, und eine BLS Altbau-Lok in diesem Braun. Thank you.
Und für diesen BLS Cargo Zug scheint der Fahrweg in Richtung Interlaken Ost zu gehen oder Interlaken. Und wenn ich mir dort vorne das Gleisvorfeld, die Weichenstraßen anschaue, genau, dann war ich nämlich mit meiner Behauptung von vorhin, was die Bahnsteigzuordnung angeht, falsch gelegen. Denn von den Weichenstraßen her sind aus so ziemlich jedem Gleis hier im Bahnhof oder sogar aus jedem Gleis Fahrten in alle möglichen abgehenden Strecken möglich. Ein paar Flachstellen hat der Zug auch mit dabei. Und dann ist da auch der letzte Wagen im Bild. Da der nur eine Lok vorne dran hat, denke ich, dass der in den Lötschberg-Basistunnel fahren wird. Denn für die Bergstrecke scheint der mir zu schwach motorisiert zu sein. So, da kommt jetzt eine interessante Ladung auf diesem ersten Rungenwagen. Sieht man auch nicht jeden Tag, sich selbst verladendes Frachtgut. Und die habe ich euch vorhin vorenthalten. Die ist nämlich vorhin schon mal in die andere Richtung hier reingefahren. Da fuhr aber gerade der BLS-Güterzug aus. Sehr schön. Kleine, zweiachsige, elektrische Rangierlokomotiven. Sowas braucht man. So was Ähnliches gab es in Deutschland auch schon mal. Zu Reichsbahnzeiten wurde mal eine elektrische Verschublokomotive für den Münchner Hauptbahnhof beschafft. Aber ja, man ist da weggekommen davon bei uns in Deutschland, da ja vieles nur wenig kosten darf. Von Interlaken her kommt ein SBB Intercity. Dieses Mal aus einstöckigen Wagen gebildet. Es ist mir heute Morgen in Brig aufgefallen, dass diese einstöckigen Wagen gar nicht für 200 zugelassen sind, wie ich ursprünglich erwartete, sondern zum Teil nur für 160. Das ist eine Komposition für 200. Ich habe dann mal genauer an die Drehgestelle rangeschaut und habe dann gesehen, dass die Drehgestelle an diesem Park, der nur 160er Zulassung hatte, keinen Schlingerdämpfer hatten, also dieser fast waagrecht liegende Schlingerdämpfer zwischen dem Drehgestellrahmen und dem Wagenkasten, der an dieser nach unten gehenden Konsole links bzw. rechts von der Luftfeder dran ist, der war bei diesen Wagen nicht da und sie waren nur für 160 zugelassen. Trotz dessen, dass sie für 160 zugelassen waren, hatten sie eine Magnetschienenbremse, denn wenn ich von 160 im normalen Vorsignal-Hauptsignalabstand auf 0 runterbremsen möchte, brauche ich abhängig von den Neigungsverhältnissen schon eine ordentliche Bremsleistung. Und die kann ich zum Teil ohne Magnetschienenbremse bei den Schweizer Neigungsverhältnissen nicht erreichen.
Das ist mir vorhin mal aufgefallen, als da eine RE460 unten drunter durchgefahren ist. Hat es nämlich mal einen schönen Blitz und einen Donner dazu gegeben. Das ist der Streckentrenner bzw. der Isolationstrenner, der von der Oberleitung zwei Schaltgruppen voneinander trennt. Nämlich das eigentliche Bahnsteiggleis vom weichen Vorfeld. Das Ganze ist so ausgeführt, dass der Stromabnehmer unterbrechungsfrei drunter durchfahren kann. Und trotzdem kommt es immer zu einem gescheiten Abreißfunken. Und das ist interessant hier. Ich versuche das, wenn nochmal eine Zugfahrt kommt, nochmal für euch einzufangen, explizit. Wenn sich das Gerät nochmal von rechts nach links anschaut, da geht der Fahrdraht in die Aufnahme rein, in diese Blechstreifen, wird dort nach oben weggeführt. Diese Blechstreifen übernehmen die Führung der Schleifleiste vom Stromabnehmer. Am Ende des jeweiligen Blechstreifens sind Funkenhörner dran, die die Funken nach oben ableiten sollen, damit sie abreißen. Und zwischendrin ist dieses Stück Isolationsmaterial, was nicht leitend ist. Und komplett oben drüber, nach links oben zum Himmel zeigend abgeklappt mit den drei sichtbaren Verschraubungen, ist eine Möglichkeit, diese komplette Trennstelle dauerhaft zu überbrücken. Auf der rechten Seite über dem Isolator ist das Gegenstück, wo diese Brücke reingeklemmt werden kann. Und oben drüber, das Tragseil ist mittels des Isolators unterbrochen. Am Gleis 1 fährt soeben der Intercity Richtung Interlaken Ost ein. Und bei dem werde ich es mal versuchen, wenn der unter diesem Isolationstrenner drunter durchfährt, das für euch aufzunehmen. Die RE460 läuft am hinteren Zugende. Das könnte also klappen, dass der Lokführer dort eine große Zugkraft vorgibt und die Lokomotive dann schon ein bisschen Stromaufnahme hat und wir das sehen. So, der Steuerwagen schiebt sich unter dem Übergang drunter vor. Und dann hoffen wir mal, dass wir das sehen. Gesehen haben wir es nicht, aber ihr habt es hoffentlich zumindest gehört, dass dort ein Abreißfunke entstanden ist. Es war jetzt auch aus der Perspektive schwierig zu sehen, weil die Sonne genau da drauf scheint. Gut, das war's für mich hier aus der Schweiz. Meine Reisezeit ist um. Mein ICE Richtung Frankfurt am Main kommt gleich von Interlaken, der 376, mit dem fahre ich nach Hause. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also ich hatte Spaß, auch wenn ich mir am Lötschberg ein paar mehr Güterzüge vorgestellt hätte bzw. gewünscht hätte, aber ist eben so. Ich bedanke mich ganz herzlich. Macht's gut. Denkt dran, Kanal abonnieren, Video liken und teilen und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Ciao und Servus. Man hört, wie sich der Strom zwischen dem Kommutator der Fahrmotoren zwängt.